Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur vorletzten Nachbesprechung in der Gruppenphase. Gruppe C hat jetzt auch seine Viertelfinalteilnehmer gefunden. Im ersten Spiel schlägt Holland die Schweiz mit 4:1. Und ja, es war ein langer Kampf und am Ende setzt sich dann doch die individuelle Qualität durch. Anna Marina Trgovčević macht das 1:0 für die Niederlande. Es war dann am Ende ein Eigentor. Noch 4 Minuten später kommt dann Geraldine Reuteler. Macht das 1:1 und lange sieht es auch so aus, als bliebe es dabei und damit hätte dann Holland wäre dann zwar trotzdem drin, aber es sah wohl lange so aus, als würde die Elftal wackeln. Doch dann gegen Ende der Partie drehen sie nochmal richtig auf und gewinnen dann am Ende doch auch ziemlich deutlich, was so in der Höhe vielleicht auch nicht zu erwarten war. Romain Leuchter in der 84. Minute, Victoria Pillowa in der 89. Minute und Romain Leuchter dann nochmal in der 95. Minute und am Ende steht es 4:1 für die Niederlande. Aber sie werden am Ende nur Gruppenzweiter. Das heißt, sie werden gegen Frankreich spielen und die Schwedinnen, die am Ende noch Gruppensieger werden, die brauchen ihren Gegner noch. Und der entscheidet sich heute zwischen Island, Belgien und Italien. Deswegen schaltet auch morgen bzw. heute Abend wieder ein, um zu erfahren, wie es dort weitergeht. Und ja, Schweden hat nie wirklich viel was anbrennen lassen. In der 21. Minute Philippa Angel da, dann in der 45. Minute nochmal Philippa Angel da und anscheinend gab es 7 Minuten Nachspielzeit, denn in der 45. plus 7 Carole Costa mit einem Eigentor und dem 13. für Schweden und dann war die Messe eigentlich auch schon gelesen. Du kommst dann aus der Pause raus und kriegst dann nach 10 Minuten direkt einen Elfmeter von Kosovare Aslani verwandelt. Und wie gesagt, die Nummer war ja dann eigentlich schon durch, stand 4:0. Und quasi mit dem Schlüssel der Partie macht Stina Blackstein das dann auch noch das 5:0. Damit vermöbeln sie die Portugiesen quasi richtig, richtig. Und in der Gruppe sieht es dann jetzt halt so aus, dass Schweden und Niederlande die Gruppe gewinnen, jeweils mit 7 Punkten. Schweden als Erster, Niederlande als Zweiter, Schweiz und Portugal jeweils mit nur einem Punkt. Niederlande hatte ich ja schon gesagt, wie gesagt, die warten jetzt auf Frankreich am Donnerstag und Schweden braucht noch einen Gegner. Der entscheidet sich dann halt zwischen Island, Belgien und Italien. Aktuell Island mit 2 Punkten vorne, Belgien und Italien jeweils nur 1 Punkt. Bleibt abzuwarten, bleibt spannend, wie es da weitergeht. Das werden wir dann heute Abend erfahren. Deswegen, wer es interessiert, einschalten. Ansonsten bei mir einfach reingucken. Morgen. Und ich habe es jetzt mal kurz und knackig gemacht. Würde ich euch an der Stelle entlassen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Und wann immer was passiert, ihr kennt das. Ich bin für euch da. An dieser Stelle, hau, hey und tschüss. This feeling's overdue.